weiter in der Vermilion Einöde bei Crosscoats. Und Fadi ist mit am Start. Ja, Mann. Willkommen zurück zu Crosscoats. Wir geben uns jetzt irgendwas zu Citrons Haus hieß. Warnung, ab hier gibt es kein Zurück mehr. Ein extra Speicherstand wäre also ratsam. Jo, das gehen wir jetzt aber auch an. Ich hab Bock, diesen Affen jetzt noch zu besiegen. Ich habe so überhaupt keinen Turn schon. Ja, wir sind bereit. Okay, sind alle bereit? Denke schon. Hui, kann losgehen. Nun gut. Ich muss euch drei auf Jets Frachtschiff bringen. Jets, was? Ist das etwa ein Ort, den wir noch nicht kennen? Das werdet ihr sehen. Lea, wie wäre es, wenn du schon einmal vorgehst? Ich werde einen Moment brauchen, um alles für die beiden vorzubereiten. Wir treffen uns auf dem Balkon des Decks. Treffen. Sacrebleu! Wir sind wirklich auf einem Frachtschiff. Das hier ist nicht wirklich Teil des Spielplatzes, oder? Genauso wenig wie die Vermilion-Einöde. Und von hier aus ist es der sicherste Weg dorthin. Hi. Na, schau sich einer dieses bunte Trio an. Bonjour, ich bin Emily. Keine Zeit zum Vorstellen. Ich bringe euch Landratten dorthin und das war's. Okay, wie machen wir es am besten? Ihr zwei rückt näher zusammen. Die blaue Dern hüpft auf meinen Rücken und die anderen beiden kann ich halten. Bereit? Jo. Glauben Sie wirklich, dass das funktioniert? Ei, ihr wiegt ja so gut wie nix. Haltet euch fest. Stimmt, sie haben ja kein Gewicht. Boah, das war schräg. Gangshin, ich bin nochmal weg. Viel Glück. Danke fürs Mitnehmen, Captain. Wo? Richtig, wo sind wir jetzt eigentlich genau? Ah, ich sehe, ihr seid angekommen. Ihr befindet euch an der Grenze zu Vermilion-Einöde. Geht einfach geradeaus weiter, springt die Wand herunter und da seid ihr drin. Merci, Monsieur. Let's go. Spring, 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 spring. Ah, hier sind wir. Jetzt weiß ich es. Erinnerst du dich an diesen Weg? Ja, in westliche Richtung. Nahe des Quest-Hubs. Auf zum Quest-Hub. Olle-Müs? Das ist da, ne? Nee. Ah, da. Hier muss es irgendwo sein. Dieses Gebäude, ganz im Norden. Ernsthaft? Hatten wir den noch nicht? Das ist es. Sieht verriegelt aus. Ich dachte, es würde sich öffnen. Aber meine Benutzer-ID hat sich wohl geändert, seit ich jetzt ein Evotar meines alten Ichs bin. Irgendeine Idee, Monsieur Asimov? Mal sehen. Ah ja, das müsste es sein. Danke. Vorwärts. Okay. Ein Aufzug. Mon Dieu, was soll diese gruselige Atmosphäre? Das war wohl beabsichtigt, denke ich. Aussehen die Attacke aus.
So. Ist jetzt nicht so schwierig, warum bin ich hier nicht so still? Harte Situation hier, sag ich euch. Schön immer auf das Gerschle hauen. Die halten einfach nur scheiße viel aus, die Viecher. Boah, diese Rhinos waren auch gruselig. Ich bin irgendwie überrascht, dass die Gegner noch hier sind. Ja, ich auch. Ich nehme an, dass dieser Teil gut versteckt wurde, so dass sie ihn einfach übersehen haben. Kannst du sie nicht einfach deaktivieren? Das möchte ich lieber nicht. Warum? Wir dürfen eigentlich gar nicht hier sein, deswegen möchte ich lieber so wenig Spuren wie möglich hinterlassen. Macht Sinn. Das heißt dann wohl, dass noch mehr gruselige Gegner auf uns warten. Das ist mal ein Flur. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier etwas so Riesiges gibt. Es ist nicht so riesig, wie es scheint. Viele Türen, hinter denen sich nichts befindet. Schauen wir uns um. Das war der alte Besprechungsraum, wo ich die Dinge mit Satoshi, Gorsim und Shizuka besprochen habe. Ja, wir hatten hier eine Menge schwieriger Diskussionen. Dieser Raum wurde nicht mehr benutzt, seit Satoshi zurück in das alte Versteck gezogen ist. Hier gibt es nicht viel zu sehen. Gucken wir uns trotzdem alles an und gehen auf Tische. Tische sind wichtig. So, man sollte immer auf Tischen sich bewegen. Ja, das war mein Arbeitsplatz. Sieht so anders aus. Dieses Terminal. Hier habe ich meine Aufgaben bekommen. Ich hatte eine Liste von Zielpersonen, die ich beobachten musste. Ich habe alle Informationen eingereicht, die ich zusammentragen konnte. Ich habe mit unseren Spionen außerhalb des Spiels zusammengearbeitet. Gelegentlich habe ich auch IDs von weiteren Spielern eingereicht, die Evotar bekommen sollten. Mitspieler unserer Zielpersonen und dergleichen. Freunde um sich zu haben, half ihrem Gedächtnis tatsächlich schneller erinnern. Okay. Also hätte ich vielleicht wegen Lea oder Lukas auch hier landen können? Möglich, ja. Was zum Glück aber nicht passiert ist. Ich erinnere mich, dass ich eine Aufnahme in diesem Raum gesehen habe. Ich kann die Aufnahme leider nicht mehr abspielen. Ein Jammer. Dann hättest du mein wahres Ich sehen können. Den echten Sitwell? Ja. Ich habe es mir hier angesehen, als ich mit meiner Arbeit begann. Ein Video, das ich für mich selbst aufgenommen habe. Eine Erinnerung an meine Aufgaben innerhalb des Spiels. Welche Leute ich befragen musste. Dinge, die wir bereits über sie wussten. Warum? Wie? Ist das komisch? Du warst doch der echte Sitwell, der Crossworlds gespielt hat, ne? Warum solltest du dich daran mit einem Video erinnern wollen? Ich habe Crossworlds nicht auf die gewöhnliche Art und Weise gespielt, sondern mit einer speziellen Verbindung. Ich habe das Spiel ununterbrochen gespielt. Oder Moment, habe ich das wirklich? Vielen Dank für deinen Beitrag. Ah! Habe ich sie wieder gesehen? Diese Person. Einfach langsam atmen und so, okay?
Das ist frustrierend. Treff wo? Genau. Du sagst es, du hast diese Person auf dem Evotarplatz getroffen. War es in diesem Raum? Nein, es war irgendwo anders. Ach, genau. Ich erinnere mich. Abschnitt entriegelt. Der Raum ist nördlicher, ist normalerweise nicht zugänglich. Ich habe ihn gerade geöffnet. Auf geht's. Der letzte. Raum, wo wir rein können, natürlich. Alles andere ist zu. Oh, dein Ernst. Was haben wir hier? Was seid ihr denn? Würfelmagier? Lustiger Würfel Magier, aber irgendwie schwer zu treffen. Okay. Leicht irritierend hier alles. Hier ist es. Mein eigenes Büro. Tolles Büro. Wow, ein richtiger Bonsai-Garten. Wer? Oh. Oh, die ist aber hübsch. Jemand, den du kennst? Ja, das könnte man so sagen. Manuela. Ich habe mit ihr zusammengearbeitet. Wir standen uns recht nah. Ich glaube, ich habe dir schon mehrmals von ihr erzählt, oder Lea? Und warum wurde ich ausgeschlossen? Es war lange, bevor Lea den Spielplatz betrat. Damals, als Lea erschaffen wurde, als ich das Spiel als Sitwell betrat, habe ich mit Lea eine lange Zeit verbracht. Ihre Dinge beigebracht, sie unterrichtet. Okay, dass ihr zwei eine Zeit gemeinsam verbracht habt, hätte ich nie gedacht. Die Zeiten waren kompliziert. Irgendwie erinnerte mich Lea an sie. Manuela konnte nämlich auch nicht sprechen. Die einzige Person, die sich uns nahe fühlte. Ah! Ja, hier war es. Diese Person. Ich habe sie hier getroffen. Lass uns noch ein letztes Gespräch führen. Es ist Asimov. Vielleicht sogar. Tronny, reiß dich zusammen. Oh. Sergei. Hinter diesen Regalen befindet sich ein versteckter Eingang. Kannst du ihn öffnen? Mal sehen. Ah, das muss es sein. Einen Moment. Was? Da befindet sich dahinter. Das ist unheimlich. Ab hier weiß ich nicht mehr, wie die Sache für mich ausgegangen ist. Was? Ich kann mich nicht weiter als das erinnern. Wir müssen dort hineingehen und uns selbst überzeugen. Also gut, bringen wir es hinter uns. Okay.
Inzwischen solltest du deine wahren Umstände erkannt haben. Ach du Scheiße, du bist nur einer von vielen, die vor dir kamen. Der Zeitpunkt ist gekommen, dich von deinem Auftrag zu entbinden. Da unten und da oben, 2 Zitrons und 3. Ich weiß, dass es noch Informationen gibt, die du zurückhältst. Deshalb wird dies dein letztes Verhör sein. Was? Was geht hier vor? Warum ist Sitwell hier? Er war es. Die ganze Zeit. Ich... Du reißt dich zusammen, Tony. Ich glaube, er greift gleich an. Es hat keinen Sinn, ihn zu bekämpfen. Ach ja? Das werden wir sehen. Warum kann man denn keinen Schaden machen? Ich glaube, es ist wirklich zwecklos. So leicht gehen wir aber nicht auf. Oh nein, 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 bitte nicht! Johnny, alles in Ordnung mit dir? Ach, warte, das ist halt ja... Ah, scheiße, ich... So schnell komme ich nicht her. Lea, Zitron, ich habe mir diesen Sitwell genauer angesehen. Es ist ein geskripteter Gegner mit dem Aussehen seines Avatars. Sieht so aus, als wäre Gorsin in diese Kreation involviert gewesen. Diesmal benutzt er einen absurden hohen Verteidigungsschub, um euren Schaden zu negieren. Ich habe einen Weg gefunden, seine Klone zu manipulieren. Besiegt sie, um euren Angriff zu verstärken. Ihr müsst es auch Emily sagen. Ich kann ihr diese Nachricht nicht schicken. Okay. Emily, greif die Klone an. Serger hat irgendwie reingehackt. Gucken wir mal kurz, was der Klon so hat. Nix und... Alter, wir schon den aus. Angriff plus. Bin ich überhaupt noch da unten? Angriff plus. McMissile. Nein, nicht schon wieder. Keine Sorge, Tronny. Wir können die Klone besiegen. Geil, es hat keinen Sinn zu schweigen. Das, du Schuft. Sieht aus, als würde seine Verteidigung wieder verstärken. Jo. Mehr Angriff. Nicht schon wieder. Warum immer ich? Vielleicht, weil du sein Evotar bist. Oh, zum Glück nicht.
Deine Tage sind gezählt. Sit well. Und wieder ein Verteidigungsboost. Au. Was? Alter! Ich komm's nicht weg! Okay, wir klicken uns schnell durch. Der Kampf gefällt mir. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so, dass wir sterben bei diesem Kampf sogar. Hauen wir uns gleich mal was zu snacken rein. Irgendein Boost mit Angriff, da kommt Chili con Carne rein, so. Du bist nur einer von vielen. Ah, Auftrag, töten, sterben, was auch immer. Hier, los geht's. Zwecklos. Vielleicht gehen wir nicht auf. Oh, nein, Tony. Beantworte die Frage. Lea, Zitron. Klone angreifen. Angriffsbuff. Wunderbar. Komm, gib mir noch einen Klon. Oh, war nicht schön. Sehr gut. Kann man die erste Phase so lange nutzen, um sich aufzupumpen, bis man sehr, sehr viel Damage macht, um die anderen Phasen schneller zu überstehen? Nee, das machen die schon. Au!
Klone, haben die irgendeine Schwäche? Nein, das ist ihnen einfach scheißegal. So, haben wir irgendwas? Selbstheilung. Ach nee, warte, HP-Regeneration. Ja, komm. So viel Kram davon. Au. Ich weiß auch nicht, warum Emily sich so schnell kaputt macht. Das ist so geil. So, ich hau mir noch ein schönes Ressen rein. Die Verteidigung. Weil ich genau das wusste, den Kagen gezählt sind well. Alter. Ach, Emily ist tot. Ah ja, noch einige für mich übrig. Einfach eigentlich nur auf Sitwell drauf. Geil! Haben wir ihn gewämst! Schöner Gegner. Wir haben ihn besiegt! Wir haben es ihm gegeben! Das war der Wahnsinn! Ich hätte nie gedacht, dass wir ihn einfach besiegen können. Vermutlich war es nur ein Boss, der so aussah wie er. Trotzdem. Ein paar von ihnen sahen so aus wie du. Kennen wir welche davon? Na, ist möglich. Ja, weil ich mal einer von ihnen war. Ich erinnere mich jetzt. Etwas, das ich schon seit einiger Zeit wusste. Etwas, das ich unterdrückt habe. Die ganze Zeit. Als ich in Crossworlds spioniert habe. Mein ganzes Dasein bestand in diesem Spiel. Die Nachricht, die ich für mich selbst aufgenommen habe. Sie erzählte mir von einer verlängerten Spielsitzung. Dass ich das Spiel mit einer speziellen Verbindung spiele. Und dass meine Erinnerungen deswegen verschwommen sein würden.
Ich habe das einfach in Kauf genommen und tat, wie ich mir sagte. Tage und Wochen vergingen, in denen ich andere Spieler ausspionierte, Informationen verschickte, Verhöre koordinierte, aber meine Erinnerung als meine Erinnerung zurückkehrte, wurde mir klar, dass ich nicht mehr Sidwell war. Dass ich im Spiel gefangen war. Ich selbst war ein Evotar. Und ich arbeitete für Sidwell. Ich erinnere mich auch daran, dass ich die ganze Prozedur wiederholt hat. Mehrere Male. Sidwell, er schuf Evotare von sich selbst. Erzählte ihnen die Geschichte von der verlängerten Spielsitzung. Um sie dann als zuverlässige und fähige Spione innerhalb des Spiels einzusetzen. Solange es funktioniert hat. Und als sie es endlich herausfanden, beseitigte er sie einfach. Genau das geschah hier in diesem Raum. Es war mein letztes Verhör, um sicherzugehen, dass ich keine Geheimnisse vor meinem wahren Ich habe. Oh Mann, wie krank ist das denn? Citron, eine Sache ist mir immer noch schleierhaft. Warum ist dein Evotar immer noch hier? Du sagst es, dass du dein Verhör hier erlebt hättest. Von daher würde das doch implizieren, dass dein Evotar eigentlich hätte gelöscht werden müssen. Ja, stimmt. Ich hätte gelöscht werden sollen. Und tatsächlich wurde ich das auch. Was? Aber ich habe ein Schlupfloch gefunden. Deshalb bin ich immer noch hier. Vielleicht ist es am besten, wenn ich es euch einfach zeige. Gehen wir zurück zum neuen Besprechungsraum M0402. Ich hatte bereits erkannt, dass ich ein Evotar bin, mehrere Wochen bevor ich gelöscht wurde. Aber es gab nichts, was ich dagegen tun konnte, also spielte ich einfach mit. Wie wir Klone es wohl immer getan haben. Aber dann fand ich einen Weg zu entkommen. Mal sehen. Ja, sie ist immer noch da, meine ehemalige Benutzer-ID. Es war an dem Tag, an dem Lea vom Evotarplatz geflohen ist. Dieser Tag hat wirklich alles verändert. Es schien, als ob das ganze Verhörprogramm zum Scheitern verurteilt war. Und Leas Wiederauftauchen deutete stark auf eine ausgeklügelte Mission hin, um Satoshi zu finden und zu retten. Um das zu erreichen, hätten sie den Evotar-Server sichern müssen und möglicherweise alle Evotare darauf speichern. Bedauerlicherweise wurden die Evotare von Sidwell auf einem separaten Server gespeichert, wie ich später erfuhr. Kaum jemand wusste überhaupt davon, so dass der Verlust der Daten sehr wahrscheinlich war. Also, um überhaupt eine Chance zu haben, gerettet zu werden, musste ich auf den Evotar-Hauptserver migrieren. Und es gab nur einen Weg, das zu tun. Ich musste einen neuen Evotar erstellen, der auf mir basiert. Ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das überhaupt funktionieren würde. Ich habe es einfach getan. Ich habe meine eigene Benutzer-ID als potenzielles Verhörziel eingerichtet. Zum Glück ohne, dass Sidwell davon Notiz genommen hat. Und so wurde ein neuer Evotar erschaffen. Und das ist es, was ich bin. Das ist der Grund, warum ich noch hier bin. Warte, Moment mal. Du bist also ein Evotar von einem Evotar von Sidwell? Ja. Das bin ich. Was? Nein, das kann nicht sein. Dum, 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 dum. Also, was nun? Was ist denn? Ich habe euch meine ganze Geschichte erzählt. Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber ich bin nach wie vor ein Evotar von Sidwell. Ja, er hat mich benutzt,
Und doch wird er immer ein Teil von dem sein, wer ich wirklich bin. Oui. Verdiene ich es also wirklich, noch hier zu sein? In Heimstadt zu wohnen? Ich will dir nichts vormachen, das ist ein schwieriges Thema. Zitronen, um ehrlich zu sein, das ist nicht etwas, was nur wir hier zu entscheiden haben. Stimmt. Wir wussten alle, dass es schwierig werden würde, aber es gab keinen Grund, es noch weiter hinauszuzögern. Der Tag war gekommen. Wir mussten es ihnen sagen, allen Beteiligten. Und das ist die ganze Geschichte. Ich weiß, dass es keinen Sinn hat, sich zu entschuldigen. Trotzdem, es tut mir leid. Das Mindeste, was ich tun kann, ist euch zu helfen, den echten Sitwell zu fangen. Ich werde euch alles über ihn erzählen, was ich weiß. Und all die Dinge, an die ich mich noch nicht erinnern kann. Doch unabhängig davon, die Frage ist, ob ich in diesem Dorf bleiben darf. Das liegt jetzt ganz bei euch. Ich warte draußen und warte auf eure Entscheidung. Ey, ich fasse es nicht. Das war wirklich er? Wer von euch kam denn auf die glorreiche Idee, ihn einfach hierher zu holen? Du hast doch gehört, was er gesagt hat, oder? Er ist ein Evotar geschaffen aus einem anderen Evotar. Ich habe mich immer gefragt, ob das möglich ist. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es ist. Dieselbe Person, die nicht lange gefackelt hat, Spieler zu foltern. Wie dich, Luke. Du und Lea. Ihr beide wisst doch noch, was ihr wegen ihm durchgemacht habt, oder? Ich weiß noch genau, was er mir angetan hat. Von Gorsem ganz zu schweigen. Das stimmt. Sitwell trieb Gorsem in den Tod. Und das werde ich ihm nie verzeihen. Aber sind wir im Recht, wenn wir Citron dafür auch noch die Schuld geben? Immerhin hilft er uns, den wahren Schuldigen zu fassen. Das ist alles toll, aber dafür muss er nicht hierbleiben. Sperrt ihn ein, holt euch die nötigen Infos und löscht ihn. Wow, nur mal halblang. Klingt das nicht verdammt nach dem alten Geschäftsmodell von Sitwell? Hör mal, vielleicht geht's nur mir so, aber letztendlich ist er nur ein Evotar. Okay, er wurde von ihm selbst erschaffen, nehme ich an. Aber trotzdem, wurde er nicht gezwungen, gegen seinen Willen zu handeln? Gezwungen? Wohl eher, er hat nach seinem eigenen Plan gehandelt. Ich sehe wirklich nicht, was für einen Unterschied das machen soll. Es ist nur ein Klon. Nein, ist er nicht. Genauso wie Lea nicht dein Klon ist. Das ist nicht fair. Emily, du tust so, als hätte ich kein Mitspracherecht. Sicher, Sitwell hat mir keine schlimmen Dinge angetan. Aber im Gegensatz zu den meisten von euch kenne ich Tronny tatsächlich. Er hat mit mir und Lea zusammengespielt. Und er war so ein netter Trottel. Verdammt, wenn er nicht gewesen wäre, wäre ich Esel vielleicht heute noch sauer auf Lea. Er hat dich nur benutzt. Na, ich bin sicher, es war mehr als das. Lea, du stimmst mir doch zu, oder? Sag doch was. Das stimmt. Lea ist vielleicht die einzige Person hier, die beiden wirklich gut kannte. Sitwell und Citron. Also Lea, was denkst du? Verdient er eine zweite Chance? Soll Citron bei uns bleiben? Oh. Ah. Das ist... Nein! Ja, natürlich. Ich dachte, man kann speichern. Oui, genau. Ich persönlich sehe keinen Schaden darin, ihn hier zu haben. Wenn überhaupt, kann, dann hilft es ihm, kooperativ zu bleiben. Sehe ich auch so. Im Ernst? Was denkst du, Sergei? Ja, es ist der richtige Weg. Ich fasse es nicht. Ihr lasst ihn wirklich so leicht vom Haken? Fein, mir egal. Das ist euer Dorf. Macht, was ihr wollt. Ich bin raus. Eieieiei. Hi. Tronny. Hey. Wir haben unsere Entscheidung getroffen. Du kannst bleiben. Was? Wirklich?
Oui. Natürlich hoffen wir auf deine volle Unterstützung bei der Suche nach Sidwell. Das versteht sich von selbst. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Danke. Ich danke euch vielmals. Und so vergingen die Tage mit einem Spiel, das von Spielern und von Evotaren bevölkert wurde. Und nun betreten wir den großen Kontinent des Croissants, Rookie Harbor. Auf der rechten Seite befindet sich der Info. Ein guter Ort, wenn... Ja, ein toller Baum zum Drumherumlaufen. Ich hab's schon verstanden. Wen interessiert schon hier der langweilige Info hat? Trotzdem ist es ein Ort, den man sich für später merken sollte, wollte ich nur gesagt haben. Wie ihr wahrscheinlich wisst, kann Lea nicht schreiben. Ich habe jedoch einen Weg gefunden, wie sie einigermaßen schnell nach Worten suchen kann. Und hier ist es, das Lea-Board. Wie wäre es mit einer Demonstration, Lea? Hi Lea, warum? Wow, welche erstaunliche Verbesserung. Lea, bitte. Hallo, ich bin Lea. Wow, Cherie, endlich kannst du dich unterhalten. Nenn mir all deine Hobbys, jetzt sofort. Keine Worte finden. Nein! Nun ja, es ist dein Anfang. Genauso habe ich mir immer vorgestellt, wie mein perfekter Urlaub aussehen muss. Ohne diese fliegenden Fischmonster. Ich wünschte nur, wir könnten schwimmen. Warum? Weil Schwimmen Spaß macht? Badeanzüge? Was? Nein, komm schon. Badeanzüge gibt es schon seit Ewigkeiten. Ja, natürlich. Ist doch leicht verdientes Geld. Also Evotara haben wir bloß keinen Zugang dazu. Warum? Ja, das ist nicht fair. Doppelmoral. Aber sowas von kämpfen wir für unser Recht auf Kosmetik. lecker. Passt wie das Echte. Lecker. Also, werden endlich richtige Geschmackssinn unterstützt. Finde ich toll. Hoffentlich fügen sie auch noch Roquefort-Käse hinzu. Den müsst ihr mal unbedingt probieren. Hm? Oh nein, möchte ich essen? Nein, das möchtest du nicht. Ich bin davon überzeugt, dass es unmöglich ist, diesen Geschmack zu simulieren, ohne die Schmerzgrenze zu überschreiten. Aha. Hör nicht auf ihn, Lea. Ich muss sehr schnell lesen. Ich kann nicht mehr drücken, mache ich nicht. Es fliegt von alleine. Ich hoffe, das wird nicht zur Gewohnheit, Sergei. Nein, ich habe gesprochen, dass es eine Ausnahme ist. Das ist ein Solar Cruiser A5. Ich hätte nie gedacht, dass Instatainment so aktuelle Modelle verwendet. Ja, es hält die Ladung geschmeidig im Fluss. Wie lange noch, Polly? Ich glaube, ich werde seekrank. Endlich. Nach vielen Umgestaltungen können wir euch heute voller Stolz präsentieren. Heimstads eigenes Denkmal. Lea. Was? Du bist ja eine Riesen-Lea. Wow, hübsch. Ehrlich gesagt hätte ich jetzt eine Darstellung von Satoshi erwartet. Die Wahrheit ist, dass sie genau das ursprünglich geplant hatten, was sie ihm zu Glück ausreden konnte. Glückwunsch, Schwesterchen. Du hast es verdient. Danke. Danke, 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 danke. Wir haben jetzt eine ziemlich lange Liste von Freiwilligen. Es sieht so aus, als würden wir das Dorf ziemlich schnell besiedeln. Aber das sind nicht die Evotave, die wir in Vermilion Einöde gesehen haben, oder? Nein. Es wird schwer sein, Instatainment zu überzeugen, diese wieder ins Spiel zu bringen. Alles, was mit den Evotaphören zusammenhängt, ist für sie tabu. Mist. Nun ja, es befindet sich noch ein Backup in meinem Besitz, falls wir doch noch einen Weg finden. Wir haben es gesagt, schafft Citron. Wir haben ihn ausfindig gemacht. Gut. Dann sollten wir gut vorbereitet sein, bevor wir uns an die Behörden wenden. Wir brauchen Beweise. Eindeutige Beweise. So, genug ausgeruht. Jetzt darf ich wieder. Bereit für den Stresstest? Dann an die Arbeit. Stresstest?
Dieser neue Gegnertyp hat in Massen zu Abstürzen geführt. Anscheinend haben sie das Problem behoben, was ich gerne testen will. Also, mal sehen, wer mehr besiegen kann. Crosscode. A new home. Okay, das finde ich ja sehr schön. Ich kann keinen Abstand vorlesen, es tut mir leid. Aber Leute, mega Ding. Richtig geiles Ding. Was ein Brett dieses Spiel ist. Was, also absolut. Fantastisch. Also ich kann nicht mehr sagen, also Leute, ganz ehrlich, ich kann nur empfehlen, spielt es selbst. Das ist einfach unfassbar. Und ich hoffe, es kommt irgendwann eine Nachfolge, weil die Story, die hat's, die macht es möglich. Auch die Welt. Vielleicht kann man dann sogar seinen eigenen Avatar erstellen nochmal. Und dann ist es ja auch nicht mehr auf HTML5 programmiert. Und soweit ich weiß, arbeiten sie zurzeit auch nicht, leider nicht aktiv an einem Nachfolger, sondern an einem anderen Spiel mit anderer Engine, die nicht so anfällig ist, sag ich mal. Denn ich glaube, der Gag, dass dieser Gegner zu Abstürzen geführt hat, ist, glaube ich, nicht so weit hergeholt. Wenn sie meinen, das war relativ schwierig, überhaupt in der Engine, die sie benutzt haben, oder HTML5, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, das Spiel zu entwickeln. Weil es sehr kompliziert war und auch häufig abgestürzt ist und alles. Alter, what the fuck? Sehe mich halt selbst gerade nicht. Besiegte Fische 93. Holy moly. Ah, so ein Meteorschau wäre auch geil gewesen. Oh, sie grillen. Schön. Wir sollten draußen ein paar Tische und Stühle aufstellen, oder? Oh, Junge. Mal sehen, ob ich etwas aus meinem Haus holen kann. Also, ich kann die einfach auf den Grill legen? Ja, so habe ich zumindest verstanden. Genau wie in echt? So ziemlich. Soll bloß schwieriger sein, etwas anbrennen zu lassen, habe ich gehört. Das ist doch was für Anfänger. Oh Mann, ich kann es kaum erwarten. Hunger. Macht euch das gar keine Sorgen, dass wir die ersten Spieler sind, die dieses Zeug essen? Ach was, das wird lecker. Seid gegrüßt, Heimstädter. Sieht's aus, als kämen wir genau zur rechten Zeit. Komm schon, du musst mir unbedingt sagen, ob er auch kommen wird. Buggy, bitte. Nicht auszudenken, wenn dein Stakeholder-Freund nicht käme. Wer soll denn die Steaks halten? Wie oft willst du diesen Witz noch bringen? Satoshi! Gibst du wieder an deinem Schreibtisch? Oh! Was für ein schönes Bild! Danke fürs Spielen. Und danke fürs Zuschauen. Nein.
So, meine Lieben. Das war's mit Crosscode. Es hat doch jetzt eine ganze Weile gedauert. Es hat wirklich eine ganze Weile gedauert. Ich glaube, Alter. Also ungefähr 100 Stunden. Heilige Scheiße. Also GOG sagt irgendwas von 125 Stunden wahrscheinlich jetzt, dass ich das Spiel gespielt habe. In-Game-Speicherpunkt sind so um die 100. Holy moly. Fantastisches Spiel. Ich kann es nur weiterempfehlen. Holt es euch direkt den DLC noch dazu und ja, erlebt es auf eigene Art und Weise. Ich freue mich echt auf einen Nachfolger und wenn noch so ein Brett von unseren Leuten von Radical Fish kommt, gerne her damit. Ich bin bereit. Ich hab Bock. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und schaut auch gerne auf die anderen Projekte auf dem Kanal rein. Und lasst ein Abo da, Like, was auch immer. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dahin, haut rein. Ciao.